sind Kompost 3. Kompost 3. Kompost 3. Kompost 3. Die eigentlich zu viert sind. Das letzte Album haben wir 2015 präsentiert. Im Frühjahr, April war das. Vor dem letzten Album, Ballads von Melancholy Robots, kommt jetzt eine Single-Auskopplung mit der Mira Lukovac gemeinsam. Uns gibt es seit 2009. Wir haben angefangen als WG-Band im dritten Bezirk. Wir haben alle zusammen gewohnt, eine Zeit lang. Und das ist natürlich die Geburtsstätte der neuen Musik, die wir da schaffen. Weil auch jeder von uns auch nicht die ihm zugeordnete Rolle am Instrument jetzt irgendwie die klassische Rolle erfüllt, sondern wir alle uns den Freiraum nehmen, ganz unterschiedliche Parts zu spielen. Also von allen Richtungen kommen ganz viele unterschiedliche Sounds so, dass es im Optimalfall im Endeffekt so ist, dass ein sehr homogenes, vielschichtiges Klangbild entsteht und man überhaupt nicht mehr weiß, wer genau was macht. Klassischen Konzertsälen auftreten, auch kleineren Kammermusikseelen und dann aber auch Jazzclubs, auch sehr schöne Jazzclubs und dann aber auch sehr hässliche Jazzclubs und dann aber auch Underground-Clubs oder einfach also richtig grausliche Partys haben wir auch schon gespielt, wo wir dann halt irgendwann später in der Nacht spielen und genauso eine Stunde lang improvisieren, aber das Ganze einfach einen starken Club-Charakter bekommt. König, Martin Eberle, Benny Omerzell, Manu Meyer. Warum ist das normal? Entschuldigung, ja. Keyboards, Kontrabass und E-Bass, Trompeten, Schlagzeug und Percussion, Red Instruments, auch Kompositionsgeistergruppe, Morgen. Nicht der Einzige. Slide Trumpet. Von Kompost 3. Preisträger von 2014. PSK, Babak PSK Preis. Next Generation Jazz Award. Und Prima Jazz Preis. Internationale Gruppe. Truppe. Das ist ja super.